Liebe Freunde des spiritistischen Zirkus Australia. Bravo! Ruhe! Unter uns befindet sich heute das berühmte Medium Hedwig Plumkirchner aus Celle. Danke, danke. Frau Plumkirchner ist bekannt geworden durch das tiefschürfende Buch über Klopfgeister. Herr Heil, einmal klopft es auch bei dir. Ja. Und Fräulein Plumkirchner wird heute liebenswürdigerweise für uns in Trance verfallen. Wen lassen wir denn heute kommen? Naja, Frau Politschecks verstorbenen Jatten. Aha. Doch nicht schon wieder diesen Quatschkopf. Sagen Sie mal, wie reden Sie denn von meinem Verseligten? Na, der lässt doch zum 20. Mal seine Kriegserlebnisse aus den Ardennen los. Na und? Ich höre es immer wieder gern. Außerdem hat er gesagt, Sie sollen ihn nicht dauernd anrufen. Er hätte gern ein paar Jahre Ruhe, bis Sie da aufkreuzen. Nie hat mein Verseligter so etwas gesagt. Meine Herrschaften, bitte darf ich bitten. Hände auf den Tisch! Den transzendentalen Kontakt schließen! Kleinfinger an Kleinfinger! Ha! Geht schon los, ja? Herr Sauer, Sie kitzeln ja! Verzeihung, Konzentration! Wir rufen den Geist von Posthilfsassistenten Politschek. Karl Josef Politschek, bitte kommen. Ist sie jetzt in die Trance gefallen? Ach was, die ist mit dem Stuhl umgekippt. Trance hört sich doch ganz anders an. Ist das nur Tischrücken oder Stuhlrücken? Entschuldigung, Verzeihung, der Kraftschub war zu groß. Aber jetzt werden wir den Kontakt gleich haben. Ich spüre schon diese gewisse Aura. Karl Johannes Politschek, wir rufen Posthilfsassistenten Politschek. Kein Abschluss. Ich wette, Ihr Alter hat sich eine Geheimnummer angeschafft. Unverschämtheit. Naja, für den Anfang war es doch ein recht respektables Ergebnis, lieber. Naja, wie wollen wir denn nun rufen? Ach, Fräulein Plumkirchner, wenn Sie mit Alfons mal Kontakt aufnehmen könnten. Wir haben es oft versucht, aber er hat sich nie gemeldet. Ist das Ihr verstorbener Gatte? Ja, genau. Die Adresse ist Dippel-Ing Alfons Prieseke. Aber er war evangelisch. Na, das macht nichts. Das geht alles übers gleiche Fernamt. Konzentration! Fühlen Sie astral! Wir rufen den Geist von Alfons Prieseke. Alfons Prieseke, bitte kommen! Hallo? Pronto! Ja, hier Alfons Prieseke! Alfons, wirklich? Hier ist Trude! Trude? Welche Trude? Trudelein, deine dich liebende Witwe! Ach so, du! Alfons, wie geht es dir jetzt dort drüben? Na danke, fabelhaft, kann ich klagen. Wie sieht denn dein Dasein aus? Erzähl mir doch, Schnurpsi. Also morgens frühstücken wir gemeinsam, dann haben wir Sex, dann schlafen wir ein bisschen, dann jagen wir uns und haben Sex. Das ist ja das Letzte. Nein, Trude, das ist erst das zweite Mal. Danach tummeln wir uns etwas auf der Wiese und haben wieder Sex. Schämst du dich gar nicht, Alfons? Nö, überhaupt nicht. Jetzt gehe ich gleich mit einer Mittelbraunen in die Büsche. Und dann habt ihr wieder... Sex? Na klar. Das ist ja entsetzlich. Dass es im Himmel so zugeht, hätte ich nie geahnt. Was heißt Himmel? Hast du noch nie etwas von Seelenwanderung gehört? Ja, Alfons, um Himmels Willen, bist du denn kein Engel? Aber nein, du Dummchen. Ich bin jetzt Wildkaninchen auf Sardinien.